Und willkommen zurück zu Folge Nummer 16 Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge hatten wir uns hier die Azamo-Bucht angeschaut. Wir wollten eigentlich in die Festung dort rein, aber ich glaube, da soll man jetzt noch nicht rein, weil sobald man sich den Tor nähert, wird man sofort von so einem Pfeilhagel anvisiert und stirbt auch ziemlich schnell. Ich bin gerade noch weggekommen. Ich denke mal, das wird halt später kommen, weil jetzt ist es eh schon rot, mongolisches Gebiet. Oder wir müssen irgendwie mit der Quest dort später rein. Wir schauen uns später nochmal an, würde ich sagen. Ich würde jetzt erstmal bevorzugen, dass wir, soweit es geht, dieses Gebiet hier erstmal fertig machen. Das ist auch so ein großes Ding wieder unten. Hier ist auch so ein Riesen. Hier sind mehr so eine Festung. Okay, da oben auch nochmal Komoda. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die kleinen Dinge hier fertig und wenn dann wirklich nichts mehr ist, dann machen wir uns die Hauptstory weiter ran und dann schauen wir uns die großen Festungen an. Genau. Also würde ich sagen, hier hin. Brenne die Holzfällerbasis nieder. Das probieren wir doch. Und Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir doch auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Und jo. Gut, 330 Milli. Ach, wieder meine Box dann gehabt. Okay, jetzt muss es passen mit dem Sound. So, das in dem Haus waren wir schon. Total falsch gerannt, oder was? Okay, die Richtung. Ist hier irgendwas? Ein Brunnen? Ja, sieht nicht so aus. Ich will auf jeden Fall meinen, dass sie irgendwie da rangehen. Die will ich später erst machen. Okay, 160 Meter noch. Müssten wir eigentlich gleich was sehen. Ich habe ja schon wieder irgendwo einen Bär gehört. Unten sind Materialien. Okay, da sieht noch Holzfällerlager aus. Dann schauen wir doch mal. Wird bestimmt wieder extrem Widerstand sein. Brenne die Holzfällerbasis nieder. Wir probieren's. Schalte den Lagergeneral, erlange die gestohlenen Eisen wieder, hole Sashimono-Bana zurück, ermorde einen Gegner von oben. Okay, wir probieren's. Wer stellt sich mir zuerst? Ah!
Mein Gott, diese blöden Kampfhaltung. Die muss ich halt wirklich mit Dreieck so lange draufhauen, bis das Schild weg ist. Okay, sind auf jeden Fall schon mal wieder voll. Irgendwie sieht das Lager genauso aus wie ein Lager, da wo ich schon mal drin war. Wische von hier nicht. Die Pferde auch töten, was? Er schießt hier auf mich. Aha. Okay. Ja, läuft doch, läuft doch. Oh.
mein Partner. Hallo. Hör mir gerade nicht. Schnauze. Schwarzbombe voll. Windkampfhaltung. Die Windkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Okay. Dann machen wir doch mal. Ich sehe nicht. Ah, ich wollte das Kunai wieder. Erlange das gestohlene Eisen wieder. Okay.
Pfeile. Hier ist aber auch nichts mehr drin, oder? Ah, hier ist was. Okay, ein Banner und ein Eisen fehlt uns noch. Wo könnte das sein? Aha, da ist was. Okay, hier hoch. Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Mal schauen, wo das ist. Da oben. Ich bin gespannt, ob da jetzt ein Boss kommt oder so. Sehr schön. Ich komme das vor, als wenn ich das schon mal gemacht hätte. Okay, Leute, damit würde ich sagen. Warte mal, vielleicht kommt hier noch ein Abspann oder so. Nee. Damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Habe mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn ihr Bock habt, seid auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.